Erstmal vielen Dank an die beiden Runden. Also fand ich hochspannend. Waren tolle Impulse dabei, die es vor allem auch uns einfacher machen, dieses große Wort, was jeder mit sich rumträgt, Digitalisierung, doch tatsächlich mal zu übersetzen, was es für einen konkret bedeutet. Aus dem Kulturbereich gab es zumindest in meiner Runde so zwei Hauptschlagworte. Das eine war halt, dass die Digitalisierung große Chancen bietet, um Themen sichtbar zu machen. Sichtbar in einem sehr engen Wettbewerb. Es ist heute immer schwieriger, sein Museum, sein Konzert, seine Veranstaltung etc., sage ich mal, in einer Vielzahl von Angeboten so zu platzieren, dass sie letztendlich auch die Nachfrage halt finden und man dort vor allem es auch schafft, es attraktiv darzustellen. Das sollte zumindest immer das Ziel sein und darüber auch Leute zu begeistern. Wir haben uns darüber unterhalten, jetzt auch konkret, was das unter anderem bedeutet, Konzerte streamen, aufzeichnen, archivieren, nachträglich zugänglich machen, unabhängig von Urheberrechtsfragen, die natürlich da immer noch mit schwimmen, sehen wir da drin definitiv auch einen Weg, neue Zielgruppen zu erschließen. Das ist vor allem auch ein Thema, was wir jetzt nicht nur in Jena, sondern vor allem auch deutschlandweit bei klassischen Orchestern sehen, die ja, sage ich mal, eher mit einer Überalterung im Kernpublikum zu kämpfen haben und versuchen dort quasi die Schönheit von klassischer Musik an Zielgruppen rüberzubringen, die allein schon die Vorstellung des Betretens eines Opernhauses erstmal abschreckt. Das ist für die eine Barriere, aber vielleicht gehen die nicht gerne im Anzug aus, aber sie finden die Musik oder das Angebot trotzdem schön. Und deswegen sollte man ihnen, also sehen wir hier quasi eine Chance, über solche Formate einfach mal Barrieren zu überwinden. Und ein anderer Punkt war, wir haben uns über Ausstellungen unterhalten, das heißt auch in Museen beispielsweise, und haben dort auch festgestellt, dass halt da eine große Chance auch drin besteht, auch beim Thema einer Zielgruppenerschließung, aber auch, wie erzähle ich die Geschichte eines Exponats? Ja, bisher ist es so, wir haben vorhin gesagt, ich war in London, da habe ich halt den Original-Uniformrock von Lord Nelson gesehen, den er in der Schlacht von Trafalgar getragen hat, ja, ein tolles Exponat. Ich habe dann aber auch digital und das auf verschiedensten Ebenen die Geschichte dazu erzählt bekommen. Also das heißt, die Ausstellungsqualität und vor allem auch die Emotionalität dann dazu kann dadurch wesentlich verstärkt werden und dadurch wird natürlich auch eine Qualität von einem Museumsbesuch ganz anders. Es ist nicht mehr wie früher, so dass ich sage, ich habe da 10 leicht angestaubte Exponate stehen und da ist eine kleine Karte und nach dem dritten ist der Aufmerksamkeitsbogen dann weg. So, und das ist auch das, was ja auch gefordert wird. Also ich sage mal, gerade Kinder, Jugendliche, die halt mit diesen Themen viel stärker auch noch jetzt ja aufwachsen, die fordern das auch ein und denen muss ich diese Angebote entsprechend dann auch bieten, wenn ich sie halt für die Angebote auch begeistern will. Dann gehe ich mal rüber kurz zum Tourismus. Beim Tourismus halte ich mal ein Schild hoch, weil bevor wir uns da über die großen, wahnsinnigen Innovationen unterhalten, geht es auch dort in erster Linie erstmal darum, ich muss halt die Grundinfrastruktur vorhalten. Ja. Ich muss dafür sorgen, dass ich dort halt einfach einen sehr guten Zugang ins Netz habe. Ja. Und das ist in der Stadt einfacher. Wenn wir in der Region unterwegs sind, ist das überhaupt keine Selbstverständlichkeit mehr. Da gibt es nach wie vor noch die großen weißen Flecken und das ist quasi dort auch zukünftig eine Herausforderung, dort die Digitalisierung wirklich im Sinne von einer Grundlagenschaffung halt auch dort zu denken und auch mit voranzutreiben. Das Thema zugangfreies WLAN, das ist auch im Tourismus ein Riesenthema. Wir haben uns auch darüber unterhalten, dass auch der proaktive Zugang quasi auch neu gedacht werden muss, wie wir das auch in jener anders übersetzen können, geschweige denn halt mal bei diesen einfachen Sachen, damit beschäftigen wir uns ja auch gerade derzeit, wie sieht denn zukünftig eine gut gemachte touristische Homepage aus? Was muss ich für Inhalte dort kommunizieren? Was muss ich dort aber vor allem auch für einen Mehrwert kommunizieren? Wie muss ich diesen Mehrwert auch zugänglich machen? Ja, und dort ist gerade im Tourismus unheimlich viel Musik drin. Wissen das alles, wer bucht heute noch direkt mit einem Telefonat, macht keiner oder nur die wenigsten. Wir haben die ganzen Buchungsplattformen, da muss man sagen, da sieht man gerade immer mehr eine Monopolisierung. Also selbst Booking.com ist gerade dabei, HRS aufzufressen, das fand ich auch spannend. Airbnb, das Nutzerverhalten ändert sich. Wir müssen unsere Inhalte zukünftig dort mit reinsteuern.
Also auch ein Riesenpaket, ja. Das breche ich jetzt mal ab, könnte ich noch weiter erzählen. Aber du merkst, es ist also Tourismus und Digitalisierung ein Riesenthema. Riesenthema. Und beim Thema Einzelhandel, dort haben wir natürlich auch in Jena natürlich dieses große, die große Königsfrage, die es dort überall gibt. Das heißt, online versus stationär, Fluch und Segen in einem. Und ich glaube auch die Frage, was da die beste Lösung für den Händler ist, die wird ja individuell auch nur zu beantworten sein. Aber prinzipiell, das war noch ein sehr interessanter Impuls auch aus der ersten Runde, ist, dass wenn wir halt auch immer über das Thema Einzelhandel in Jena, Einkaufsstadt Jena nachdenken, glaube ich, haben wir hier vor allem auch die Herausforderung, und die ist auch durchaus auch an uns als Stadt gerichtet, dass wir halt wirklich auch nach einem digitalen Format halt suchen und da sind wir auch mit der EK Innenstadt, denke ich, jetzt auch schon auf einem guten Weg, das halt zu denken. Vor allem, ich sag mal, unsere kleinen, aber manchmal auch sehr attraktiven Akteure zu unterstützen, dort halt sichtbarer zu werden mit ihren Angeboten, ja, oder auch dann stärker noch zu zeigen, was heißt denn Einzelhandel überhaupt in Jena, was bekomme ich für Produkte, was habe ich für Anbieter etc. Also hier geht es auch in erster Linie um das sichtbar machen, ja, weil es ist klar, jemand, der auch von außerhalb kommt als Region, der weiß, dass es hier eine Goethe-Galerie gibt, der weiß aber vielleicht nicht, dass wir hervorragende, sehr individuelle kleine Läden haben, die sehr attraktive Produkte auch anbieten und die vor allem auch die Frage der Einkaufsqualität mit ihrer Individualität doch auf einen sehr hohen Standard noch treiben. Also ich denke an die ganzen kleinen Läden, die, ich sag mal, zwischen Saalstraße bis hin auch Oberlauengasse, bis hin hoch Richtung Wagnergasse, Bachstraße sich entstanden haben. Und ja, und da bietet Digitalisierung, wie bei den anderen beiden Punkten, schon eine Chance, dort halt über ein neues Schaufenster nach außen nachzudenken. Aber, und das ist vielleicht noch das letzte Wort, uns wird es auch die Herausforderung sein, diese drei Bereiche, über die ich gesprochen habe, halt weniger parallel zu sehen als in der Vergangenheit, sondern die auch viel stärker, viel besser miteinander zu verknüpfen und auch diese Interaktion zwischen den Bereichen am Ende zu einem guten Paket zu bündeln, wo wir eine schöne Schleife drum machen und die wir dann halt, das habe ich jetzt schon 10-mal gesagt, das Wort, ins digitale Schaufenster dann halt auch stellen, sodass für Leute, die nach Jena kommen, die aber auch in Jena leben, dort der Zugang zu den Angeboten einfacher wird. Danke. So, mit Respekt, genau, auf die anderen Thementische. Christian, du kriegst... Ich werde einfach ein paar Sachen vorlesen, die wir in der zweiten Runde konkret aufgeschrieben haben, um das zu ergänzen. Die Verwebung dieser verschiedenen Sachen, Kultur, Tourismus und Handel, ist natürlich ein großer Vorteil von dem lokalen Handel und der lokalen Erlebbarkeit. Also einer hat gesagt, wir sitzen im Café, sagt, oh, ist eigentlich eine schöne Stadt, jetzt will ich aber hier noch ein Souvenir mitnehmen, bestellen, wird gleich geliefert, entweder nach Hause oder kommt noch ins Café rein. Also das sind Vorteile, die eben nur dann gehen, wenn man in der Stadt sitzt. Wir haben kam die Idee, den digitalen Saaletaler einzuführen, also so eine Art Belohnungsbonsystem, ja, das also für die ganze Stadt gilt. Wir haben die Verwebung von Einkaufskultur und Tourismus als wichtige Möglichkeit, viele Open-Data-Sachen, die eben für die Erlebbarkeit wichtig sind, um mehr Informationen zu bekommen, auch im Events, also auf Kulturerlebnissen, analoge und digitale Kulturerlebnisse, wie zum Beispiel Mr. Dynamite vom Theaterhaus, als wichtige Möglichkeit, dass es also vier reale Theaterstücke gibt und eins kann man sich dann nur noch im Netz angucken und dann daraus erschließt sich eigentlich alles erst. Das natürlich auch in Verwebung zum Ressourcen von Jena auch für den Unterricht zu ermöglichen, digitale Sammlungen verfügbar, also Sammlungen digital verfügbar zu machen und es eben auch zu ermöglichen, dass Kinder und Jugendliche für Kinder und Jugendliche einen Baukasten haben und damit dort Sachen erlebbar zu machen. Und das eben durch digitale Form. Vielen Dank. Ganz wichtiger Satz, der ist mir gerade noch eingefallen. Den muss ich noch loswerden, Michael. Du bist ja hoher hier. Ja, das und zwar ein Thema, was wir an dem Tisch nicht gesprochen haben. Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, der lange Zeit in Österreich gelebt hat und dort auch im Tourismus unterwegs war. Und der hat einen ganz interessanten Ansatz, der bei uns nämlich noch viel zu kurz gedacht wird. In Österreich gibt es ein sehr gutes System, wo beispielsweise
Leistungsträger aus dem Tourismusbereich, wir reden nicht über die großen Hotels, sondern wir reden gerade über die kleinen, sonst wollen wir über den kleinen Einzelhandel sprechen, die dort ein hervorragendes Modell der Wirtschaftsförderung haben. Das heißt, die bekommen dort beispielsweise über ihre Handelskammern etc. Unterstützung, auch monetär, wenn sie beispielsweise eine neue Homepage sich anschaffen wollen. Und das heißt, wenn wir hier über Digitalisierung sprechen, dann fände ich das auch gut, so einen Impuls mal mitzunehmen in Richtung Wirtschaftsministerium, nämlich dort halt vielleicht auch mal über Programme nachzudenken, die nämlich den kleineren Akteuren bei der Bewältigung der Digitalisierung halt helfen, wo sie sich aus eigener Kraft vielleicht nicht die Stärke besitzen, die sie aber brauchen, um da wirklich auch attraktiv zu werden und auch eine entsprechende Qualität zu haben. Ist übrigens auch gut für die, die es dann für die anderen nämlich umsetzen können, belebt auch die andere Richtung.